Wir haben Glück gehabt, die Konsistenz ist eigentlich ganz geil gewesen. Also wenn man rührt, das ist richtig schön cremig, das ist nicht zu dick und das ist trotzdem noch flüssig genug, dass man das gleich gut auf die Lasagne drauf machen kann. Wir stellen jetzt mal unten das Gas aus, zack, und dann müssen wir nachwürzen. So, als erstes kommt hier wieder unser beliebtes Gemüsebrühezeug rein. Da nehme ich nochmal einen schnellen frischen Löffel. Da braucht man auch wieder nicht sparsam sein, da kann man ruhig zwei Löffel, das ist ja nicht Salz, aber auf jeden Fall würzig. Und bitte, 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 Muskat muss rein, aber nehmt bitte eine frische Muskatnuss, also eine richtige Nuss und nicht irgendwas, ein Pulver, wo Muskat draufsteht, und reibt Muskat frisch rein. Der Geschmack ist ein riesiger Unterschied. Ich brauche wieder zwei Hände, wir sehen, ach, das ist eigentlich fertig jetzt.